Sie hören den dritten Teil des Artikels Sauerland, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom 18. Dezember 2014. Kapitel Geologie. Das Sauerland ist Teil des Rheinischen Schiefergebirges. Das meiste Gestein entstand während des Devons, als das ganze Gebiet ein seichtes Meer war. Aus diesem Grund sind Schiefer, Sandstein, Grauwacken und Kalkstein die häufigsten Gesteine. Daneben kommen im östlichen Sauerland vulkanische Gesteine des Devons vor und an manchen Stellen bildeten sich am Meeresgrund Erze, wie sie etwa in Meggen abgebaut wurden. Die gebirgsbildenden Kräfte der variszischen Orogenese im Karbon haben die ehemals waagerechten Gesteinsschichten in Falten gelegt, die an vielen Stellen durch Überschiebungen und Verwerfungen gestört sind. Das damals entstandene Gebirge wurde rasch wieder abgetragen, sodass das Gebiet des späteren Sauerlandes lange nahezu eine Ebene war. Die Hügel des Sauerlandes entstanden durch die Hebungen des Rheinischen Schiefergebirges seit dem Ende des Miozäns und vor allem im Quartär. Seitdem schneiden sich die Flüsse vor allem von seinen Rändern her in das Schiefergebirge ein. Das Schiefergebirge und mit ihm das Sauerland steigt auch heute noch langsam auf. Einige Gegenden des Sauerlandes sind wegen des Vorkommens von Kalkstein verkarstet und es gibt, besonders im Norden, zwischen Iserlohn und dem Hönnetal sowie im Gebiet um Attendorn und auf der Briloner Hochfläche, hunderte Tropfsteinhöhlen. Einige davon wie die Dechenhöhle in Iserlohn, die Atterhöhle in Attendorn, die Heinrichshöhle am Felsenmeer Hema, die Bielsteinhöhle bei Warstein und die Reckenhöhle in Balve sind zu Schauhöhlen ausgebaut und können besichtigt werden. Die zahlreichen größeren und kleineren Erzvorkommen haben schon seit dem Mittelalter zur Entwicklung eines traditionsreichen Bergbauwesens geführt. Der Bergbau im Sauerland war früher ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Er ist heute gänzlich zum Erliegen gekommen. Sie hörten den dritten Teil des Artikels Sauerland aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.